Ja, guten Tag miteinander. Wir sind hier von der Firma Insoft Balmer. Mein Name ist Yvonne Dubois, das ist Bernhard Balmer, der Entwickler. Wir freuen uns, euch ein neues Produkt präsentieren zu können. Das ist ein Creator, ISB Creator. Und ich möchte gleich dort anfangen, wo wir heute schon einmal waren. Sie kennen es, da kommen neue Programme auf den Markt, die werden gehypt, wie verrückt, also insbesondere was Websites betrifft, da wird man bombardiert mit der Werbung. 2-3 Jahre später gibt es diese Programme nicht mehr oder sie werden nicht mehr unterstützt. Sie haben in ihrer unterrichtsfreien Zeit viel Arbeit geleistet, einiges aufgebaut, stehen dann plötzlich wieder vor einem Scherbenhaufen. Sie fangen wieder vorne an, nehmen ein neues Programm, das jetzt gerade wieder in ist. Und das ganze Rössli-Spiel, sagt man ja, beginnt dann wieder von vorne. Ziemlich eine leidige Geschichte, die leider fast schon normal ist heutzutage. Und genau dort haben wir eigentlich angefangen nachzudenken, dass man das ändern muss und kamen auf die Idee, die hat Bernhard Balmer entwickelt, eine Entwicklungsumgebung, die baut auf den ganz soliden Basistechniken, die sehr verbreitet sind und höchst bekannt auf. Das sind diese Techniken, die seit Jahrzehnten laufen und auch in Zukunft laufen werden. Und das ist eigentlich genau das, warum wir unsere Kunden schützen wollen und auch ja eigentlich die Leute wieder ein bisschen zurückbringen wollen. Nicht immer auf den darüber gestülpten Sachen irgendetwas zu machen, sondern wirklich dort anzufangen, wo die Basis ist. Und jetzt kommen wir auf die Schule, Lehrplan 21, Informatik ist ein Thema. Warum den Schülern etwas lernen, was in ein paar Jahren nicht mehr zu gebrauchen ist? Das ist die Frage. Und wir finden, Programmieren gehört eigentlich irgendwann dann mal dazu, wenn man über Informatik spricht. Und wir möchten eigentlich, dass die Schüler mit diesen Basisprogrammen arbeiten, das ist nämlich auch das, was sie in Zukunft in der Praxis brauchen können. Und das kann dann spielerisch immer wieder erweitert werden. Aber alles andere wird Ihnen jetzt Bernhard erzählen. Merci. Vielen Dank. Ich bin schon verkabelt. Also wir machen eine kurze Demo, weil Slides haben Sie jetzt genug gesehen. Vielleicht wollen Sie jetzt sehen, etwas in Aktion. AllInfos.ch, respektive AllInfos Cloud, ist eine Plattform, wo entwickelt werden kann oder gehostet werden kann. Die Idee für die Schulen, das sind die Vorteile, ich kürze die jetzt extrem ab. Also der Vorteil ist natürlich, die Entwicklung, Wartung und Unterstützung ist bei Ihnen in der Nähe. Die Plattform und die Lösung basiert alles auf HTML, CSS, JavaScript und PHP. Der ISB Creator, den ich jetzt zeigen werde, funktioniert, wird aus sich heraus jeweils weiterentwickelt. Das ist möglich. Er kann auch individuell weiter angepasst werden mit zusätzlichen Funktionen. Der Einsatz einer Plattform an der Schule lässt alles offen, also von einer Webpräsenz, natürlich dann die Administration, Hilfslernsoftware, Rundschreiben, Klassenalben, Klassenprojekte, Gruppen, Schülerarbeiten, Schülerbewerbungsdossiers und Schülerzeitung. Sie werden das alles im Internet nachlesen können, ich kürze es etwas ab. Vor allem für die Lernbereiche natürlich Informatik, Programmieren und Gestalten von Seiten oder Dokumenten, dann in der Mathematik, Analyse oder Hilfsprogramme erstellen, NMM und ähnliches, Arbeiten, Dokumentationen erstellen, aber selbstverständlich auch im Sprachunterricht, seien es Aufsätze, Texte oder Vokabeln. Die Idee, die wir sehen, ist, dass man beispielsweise in der 6. und 7. Klasse grundsätzlich die Techniken erlernt, dann 7., 8., 9. praktische Arbeiten erstellt im Rahmen der Lernbereiche. 8. Klasse ist ja jeweils
das Bewerbungskarussell am Drehen. Da könnte jeder Schüler eine individuelle Bewerbungsdossier zusammenstellen und in der 9. Klasse vielleicht sogar mithelfen, die Webpräsenz der Schule zu pflegen. Technisch umgesetzt wird das mit Konten auf der All-Infos-Cloud. Die Schule hat ein Hauptkonto, dann jeder Fachbereich und oder Lehrerinnen und Lehrer haben ein Konto und gleichzeitig Zugriff auf die Arbeiten der Schüler, die auch ein Konto haben. Und eventuell, je nach Projekte, Klasse und oder Gruppe, gibt es ebenfalls ein Konto. Das ist übrigens alles live, könnte man selber dann auch nachverfolgen. Also wir haben ein einfaches Programm gemacht. Hier ist der vermischte Code mit PHP, HTML und JavaScript. Ich mache es für die hinteren Reihen ein bisschen größer. Also hier kann man es lesen, ich denke. Also der Server, Host Cloud, sagt via PHP, Hallo Open Education Day mit der Zeit. Dann das HTML auch, man stellt fest, sind 3 Sekunden Unterschied zwischen dem Server und dem Client im Moment. JavaScript möchte auch noch etwas sagen, gibt auch die Zeit bekannt. Also ein einfaches Programm, das alle Techniken bedient. Ganz wenig Code, wenig Overhead und hier 2 Pillen, also 2 kleine Bibliotheken, die wir erstellt haben. Ein Rechner, den man zum Beispiel auch in der Schule entwickeln oder weiterentwickeln könnte, funktioniert mit dem JavaScript-Möglichkeiten, 5x12-8, zeigt dann das jeweilige Resultat, vorige Resultat an, ich kann das anpassen. Zusätzlich ist auch möglich, via JavaScript Mathematikbefehlen, beispielsweise die Wurzel von 81 zu berechnen. Die Spezialität ist, er dokumentiert da die Resultate, die dann auch weiterverwendet werden könnten. In den letzten 3 Minuten zeige ich Ihnen jetzt noch, was auch möglich ist, eben die Migration. Ich suche die Seite des Open Education Day, finde die in Google. Da ist das Programm. Ich lasse mir den Quelltext anzeigen. Nehme den Quelltext. Nicht löschen, bitte. Füge ihn hier ein, speichere ihn ab. Und bereits hier ist er verfügbar. Stelle fest, wir haben ein bisschen Verspätung, aber nicht wegen uns. Ich kann jetzt diese Seite tracken und er steuert mir genau im Code dorthin, wo das abgelegt ist. Es ist auch möglich, hier direkt etwas anzupassen. Das ist ein bisschen wie Google Chrome, also wie Firefox. Alles vermischt. So. Sehr schön. Und wenn wir Glück haben, können wir die Seite auch im Vollbildschirm anzeigen lassen. Ja. Jetzt haben wir einfach unsere Seite verändert. Jetzt haben wir Ihre Seite verändert. Und hier entsprechend. Also. So links haben wir den Code, rechts das Design und ich kann hin und her springen und es wird automatisch immer synchronisiert. Also der Designer und der Source Editor läuft alles gleichzeitig. Cool, das ist wirklich spannend. 1 Minute Reserve, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Frage. Sehr gut, vielen Dank für die Präsentation. Das ist doch spannend, wie das funktioniert mit diesen HTML Editions. Ja, genau. Wo ist das Open Source? Also erstens ist es Open Source, um die Open Source Techniken im Griff zu haben. Und wer ein Konto hat, hat den Zugang zu sämtlichen Bibliotheken, insbesondere auch File
Transfer, Datenbankmanagement, ist eine Inbox-Datenbank integriert und so weiter und so fort. Das ganze User-Interface mit mehrfach modalen Dialogen und so weiter, das ist alles dabei.